Ich hoffe, der ist nicht zu OP. Weil sonst läufst du einfach wirklich durch und sagst, jo, tot, 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 Sie sind mein Gegner im Akkyo-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Siehe Sie? Professor Fick. Aber natürlich, ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Ich bin bereit. Na, dann wollen wir mal. 100 Punkte. Ui, ich ahne Übles. Akio. Der hat sich schon be bewegt, bevor was passiert ist. Was ein Knilch. Gut gemacht. Was ein Knilch. Aber Rot hat ja hier kompletten Vorteil, weil er kriegt zwei Kugeln definitiv rein. Und ich mit Glück zwei. Gut gemacht. Habe ich Sie etwa gelehrt, so zu spielen? Ja. Akio. Nein. Der macht eh 50 Punkte. Der wird auf Top-Punktzahl getrimmt sein. Aber Gut gemacht. gut gemacht. Sind immer noch deutlich hinter mir. Der, das war Schummeln. Du bist mir durch mein Blickfeld gelaufen, während du. Nee. Das war geschummelt. Na, ich habe gewonnen. GG Wellblade. GG. Wir machen alle Fehler. Einfach durchs Blickfeld Ach, gelaufen. hier. Professor am Schummeln. Ja, hab da kurz gedacht, das ist unentschieden, aber ich mache 100 zu 0. Wunderbar. Ein solches Können in Ihrem jungen Alter. Richtig. Ich bin Archiduell Master. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Klar. Tja, jetzt können Sie mir wohl nicht mehr viel beibringen. Es gibt immer etwas zu lernen. Sehen Sie, ich habe Sie etwas gelehrt. Als neuer Akkyo-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Was macht der Typ im Hintergrund? Handschuhe des Akio Champion. Dann lernen wir jetzt einen Fluch. Aufträge. Na da. Straight nach unten. Und einen kleinen, aber feinen Fluch lernen. Ich meine, wir brauchen ein Opfer. Dazu müssen wir wahrscheinlich jemanden töten. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich. Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen Na sein. klar, wir gehen nach rein. Wir kümmern uns. Bisschen Shrek. Lovegood. Wenn einer was kann, dann ist es jemand anderes. Wir können nichts, aber wir probieren es trotzdem. Als wir So. letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Incendio. Arresto Momentum. Protego. Stupro. Müssen wir auch noch 36 töten, ne?
Geil. Incendium. Mal alles nebenbei hin. Es gibt alles Loot. Außer dich. So. Zuletzt waren hier nicht so viele in Feri. Ja, entspannt euch. Ich bin da. Das ist das Wichtigste, dass ich da bin. Ja? Habt ihr mir doch recht. So. Oh. Der wollte jetzt nicht, dass ich ein Sendio mache. Nintendo, genau. Komm, kriegst einen Stein ins Gesicht. Und pip. Alle drei erwischt. Räumchen. Und nochmal ein Sentio. Kann ich auch nochmal alle drei erwischen. Zack. Ein noch, dann haben wir da auch wieder. Ein. Warte bitte kurz. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Okidoki. Have a nice day, my friend. So. Wir müssen wahrscheinlich einfach straight nach unten. Die Säcke wurden aber gefüllt. Die Taler nehmen wir mit. Inferi. Grüßt euch. Wie viele Inferi sind hier? Ach, hast du wohl mit Pego? Du schon. Und zack. Man halt auch keinen Damage, das ist so schön. Zack. Zack. Ich will nicht ausweichen, wenn ich euch auch einfach töten kann. So. Alles einsammeln. Frage ist halt, wir haben hier unten eine Kiste vergessen. Nee. Diese Inferi werden überhaupt nicht kontrolliert. Ich habe die Kiste vergessen? Ich kann jetzt noch nicht glauben, aber ist okay. So, noch jemand? Hier, die Kiste ist offen. Ist toll. Ich dachte, die haben heute ein paar Bugs rausgepatcht. Nee. Haben sie nicht. Rebellion. So, hier sind noch zwei. Und es sind auch noch welche. Einer. Grüße. So. Ich soll denn auch raus? Ich lese die Duellmission tatsächlich viel zu selten. Naja, gehen wir mal zu Sebastian. Rebellion. So.
Wirklich jetzt? Das müssen wir jetzt nochmal machen. Da auch. So. Ich finde die Treppe super. Was soll ich denn jetzt mit dir machen? Na, geht doch. Gute Treppe. Da ist Sebastian. Revelio. Ist das nicht unglaublich? Das ist wirklich unglaublich. Sebastian. Sag ich doch. Das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relikt! Das Relikt! Das war dumm. Das wirst du büßen! Können wir jetzt gegen Daddy? Warum vier beide? Brauchst du Hilfe? Ich helfe dir erstmal hier. So. Warum greift er denn mich an? Ich bin ja quasi einfach nur dabei in dem Familienstreit. Ja, das muss halt einfach sein. Tut mir leid. Musste einfach sein. Jetzt bist du zu weit gegangen. Ich bin nicht zu weit gegangen. So. Oh, Du beschützt uns? What the fuck? Du greifst mich an? Clown. Ist auch eine wilde Kombination. Ja. Tja, es musste einfach sein. So. Niemand ist tot. Muss ich jetzt echt für Sebastian kämpfen? Oh, ich muss. Mein Fuß krabbelt gerade. Blöd. Super blödes Timing. Erstmal kurz Licht anmachen. Will er mir nicht noch erzählen, dass es einfach sein musste? Ja, das musste einfach sein. Gut, ich habe darauf gewartet, weil das musste auch einfach sein. Einfach Genick gebrochen. Einfach auf den Sarg aufgeschlagen, der Arme. Was hat denn hin? Musste einfach sein, hat was gesagt, ne? Jetzt bist du zu weit gegangen.
Was wolltest du gerade machen? Hm? Sehr ehrlich. Was versuchst du die ganze Zeit? Ich bin ganz Ohr. Sag mir, was du vorhattest. Gut, dann sind wir uns ja einig. Muss einfach sein. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ah, jetzt kämpft er? Ich lasse sie nicht leiden. Avada Kedavra. Du hast dich entschieden. Oh, Anne. Was hast du getan? Ich muss hier raus. Du musst erst noch was beibringen. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Sebastian, warte! Folge Sebastian. Ja. Ich kann die nicht aufhalten. Nope. Halt, Sebastian! Warte! Der will nicht anhalten. Oh, Sebastian. Wir haben so viel durchgemacht. Wir waren bei gekreuzten Stäbe, haben unsere Stäbe gekreuzt. Dude. Du hast mir so viel beigebracht. Ich hab dir so viel beigebracht. Du liebst meinen kleinen Zauberstab. Also bleib stehen. Sebastian. Nein, Sebastian. Was ist denn? Jetzt bleibst du stehen, wirklich? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin, innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da, nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Ja? Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Jetzt auf einmal, ja? Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet... Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Abracadabra. Klingt doch viel besser. Ich hab's trotzdem gelernt. Lul. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian.
Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? In Ordnung. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir gucken, wie... Warte. Wir gehen jetzt vorher noch... Ist ja fast Level 36. Talente. Ich-Sammlungen, Talente. Gehen auf... Tötet alle verfluchten Gegner. Ist das OP. Haupttalente. Machen jetzt einfach irgendwas. Jetzt will ich natürlich gucken, wie... 78% sind wir mittlerweile. Wie OP mysteriös bist du? Mysteriös und beunruhigend. Bisschen OP, ha? Aber hat halt ewig einen Cooldown. Das ist wiederum cool. Das ist wiederum cool. Die hat einen sehr, sehr, sehr langen Cooldown. Was vollkommen gerechtfertigt ist. Haben wir hier die Chance, noch kurz zu verkaufen? Nein. Haben wir andere Aufträge? Nein. Dann gehen wir noch kurz verkaufen und gehen dann... Was machen wir dann? Ich denke, dass hier... die... Mission stattfindet. Ich würde gerne reisen. Wir haben ihn. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Können sich ja gar nicht vorstellen, wie anstrengend es war, eine Katze zu streicheln. Oh ja. Hallo. So, da unten ist der Händler. Ein wundervollen Hallo. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Vielleicht finden Sie was, was Sie mir abnehmen können. Ich habe gar nicht so viel. Okay. Zack und zack. Danke dir. Es war mir ein Vergnügen. So, jetzt können wir mal ganz kurz einfach... Wir warten jetzt mal zwei, machen jetzt einmal Nacht, machen einmal Tag. Entweder kriegen wir eine neue Nebenmission. Ja, Sebastian in der Krypta. So schnell geht's. So, in der Krypta geht es ab. In der Krypta, Krypta, Krypta. Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich bin deutlich über der Krypta rausgekommen. Aber gut. Bisschen Treppen laufen. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe gar nichts vor. Kann ich jetzt eigentlich hier oben klauen gehen? Ich kann jetzt hier oben klauen gehen. Hallo, Homora. Einfach an der Lehrerin vorbeigesneakt, um zu klauen. Oh, geil. Ich erwarte hier nämlich einen Demigeist. Oder auch nicht. Stufe 3. Verarscht mich doch nicht ständig. Und das ist aber ein Nebengeister. Hier ist auch ein Schloss. Auch Stufe 3. Ihr seid frech. Das ist frech. Naja, dann halt zu Sebastian. Ich hätte hier einen Demigeist erwartet. Kurze Frage. Schade. Einfach einen Lehrer an der Schule umgebracht. Klassischer Montag, ne? Ich hab mir Hausaufgaben gegeben. So eine blöde Schlange. Jetzt habt ihr einfach umgebracht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Faggot Show.